Das Projekt Feuerstein. So, und zwar gucken wir uns heute mal die Leiden des jungen Werther an. Dann im zweiten Kapitel geht es um Träume und schlussendlich um das eigentliche Projekt. So, die Leiden des jungen Werther. Ich habe hier mal eine, ich hätte jetzt fast gesagt, eine typische Geschichte eines Forstnovizen aufgeschrieben. Es könnte meine eigene sein, bis auf einen Punkt vielleicht. Also es geht so los mit Euphorie. Wow, Forst auf Mikrocontrollern soll ja cool sein. Das muss ich unbedingt ausprobieren. So, und bei der Recherche passieren dann komische Sachen. Wieso muss ich an unzähligen Stellen suchen? Ich will doch eigentlich nur ein Lämpchen blinken lassen. Und später dann, wieso bekomme ich das Force nicht auf den Chip? Was ist denn da jetzt wieder los? Oder sogar, warum steigt da jetzt Rauch auf? Und wieso funktioniert das Terminal nicht, wenn ich dann das Force auf dem Chip habe und die Kommunikation klemmt? Oder wenn ich auch das hinbekommen habe, wieso läuft das Beispielprogramm nicht? Das sollte doch wirklich laufen, wenn es schon ein Beispielprogramm ist. Und dann geht es weiter mit, was meinen die denn mit der Quelltext ist die Doku? Oder wieso ist die Doku total veraltet? Und wieso kann ich keinen fragen? Wieso ist bei dem Projekt keiner angegeben, an den ich mich wenden kann? So, und der Frust kann irgendwann so groß sein, dass man aufgibt und sagt, nö, das kannst du knicken, da bin ich dann mal raus. Ich habe einen Traum. Und zwar stelle ich mir vor, ich gehe auf eine Webseite und auf dieser Webseite finde ich alles, was ich brauche, an einem Ort. Und da gibt es sogar die Möglichkeit, ein Rundum-Sorglos-Paket zu bestellen. Ich bekomme da teilbestückte Platinen und Bauteile zum Komplettieren dieser Platinen. Da gibt es aktuelle Dokumentation in Papier und elektronischer Form. Und ich habe sogar Vollsupport. Mache ich die Platine kaputt, was ich natürlich nicht absichtlich mache, bekomme ich eine neue. Und ich habe einen Ansprechpartner. Und wenn ich möchte, kann ich das alles auch selbst machen, weil alles Open Source und Open Hardware ist. In unserer lokalen Forstgruppe Rhein-Ruhr habe ich das Projekt vorgestellt und wir haben es in Angriff genommen und wir wollen den Traum verwirklichen. Und es könnte die Referenz des Forst e.V. werden, wenn es darum geht, Forst-Interessierten ein komplettes System an die Hand zu geben, um damit in die Forstprogrammierung von MCUs einzusteigen. Also Mikrocontrollern. So, ein komplettes System besteht aus der Hardware. Es geht ja schließlich um Mikrocontroller, um Software, die auf dem Mikrocontroller läuft und ein bisschen Software braucht man auch auf dem PC. Und das Schwierigste und vielleicht sogar auch das Wichtigste ist die Dokumentation, die sehr gerne vernachlässigt wird. Gestern habe ich mich ja über RISC-V ausgelassen und im Speziellen die Mikrocontroller CPU GD32VF103.
Und das ist meiner Meinung nach der erste brauchbare Mikrocontroller mit RISC-V, der also auch für Hobbyisten gut funktioniert. Ein schöner Nebeneffekt ist auch der erwartete Preis von unter einem Euro pro Chip. Ich habe deshalb erwarteter Preis dahingeschrieben, weil er offiziell noch nicht einzeln erhältlich ist, jedenfalls nicht für meine Fähigkeiten. Wenn man Verbindungen nach China hat, ist das vielleicht etwas einfacher, aber man kann sehr gut bestückte Platinen kaufen, wo er drauf ist. Und ich denke, dass sich das in der nächsten Zeit auch verbessern wird, dass man den Chip auch einzeln bekommen kann. Nochmal kurz zu den Spezifikationen. Es ist ein 32-Bit RISC-V mit 108 Megahertz. Er hat 128 Kilobyte Flash, 32 Kilobyte RAM, jede Menge Timer, eine Echtzeituhr, Watchdogs, zwei Stück und jede Menge serielle Schnittstellen, I2C, SPI, zwei CAN-Bus-Systeme, ein USB on the go, zwei ADC-Wandler, die jeweils 10 Channels können und zwei Digital Analog-Konverter. Der Martin hat ja gestern einen wunderbaren Display-Treiber vorgestellt auf dieser Platine, auf dem Longer Nano. Und die Platine, die ist auch die Referenzschaltung für das Projekt. Das weitere Ziel ist allerdings, diese Longer-Nano-Platine nicht einfach so zu verwenden, wie sie ist. Warum? Man könnte es ja einfach tun, 4,60 € pro Stück, das ist kaum zu toppen. Das Problem wird allerdings sein, dass diese Platine irgendwann abgekündigt ist und ja, dann steht man da. Deshalb denke ich, eine Eigenentwicklung auf der Basis dieser Platine könnte Sinn machen. Auf dem Foto sieht man meinen Prototyp. Der ist noch nicht komplett laut der Liste, die links steht. Da habe ich also ein Longer Nano. Ich habe das Display entfernt und habe noch einige Sachen hinzugefügt. Die wichtigsten Zufügungen sind PMOD-Steckerleisten. Das sind standardisierte Steckverbinderleisten der Firma Digiland und die verwenden die für ihre FPGA-Boards. Und da kann man, ich hätte jetzt fast gesagt, hunderte kleine und preiswerte Erweiterungskarten kaufen, wo alles Mögliche drauf ist. Taster, Chips, Sensoren, alles Mögliche. Und man braucht auch immer ein paar Leuchtdioden auf der Platine und ein paar Taster, damit man etwas sehen kann und damit man Benutzereingaben machen kann. Wie wir nachher noch sehen werden, ist ein externes 8 MB SPI-Flash auch angesagt. Und als kleines Gimmick habe ich hier nochmal einen Schaltkreis zum Vermessen von Bauteilen hinzugefügt. Da gibt es ein sehr interessantes Projekt. Da kann man mit ein paar externen Bauteilen einen Mikrocontroller dazu bringen, Transistoren, Widerstände, Spulen und Kondensatoren zu vermessen. Das könnte interessant sein. Ist aber jetzt kein Muss, aber das ist mit einfachen Möglichkeiten eine sehr interessante Erweiterung. Die Verbindung zum PC, da brauchen wir Forcer immer einen Seriellwandler inzwischen, weil die PCs keine seriellen Schnittstellen mehr standardmäßig eingebaut haben. Und als Besonderheit vielleicht noch soll der Wandler eine galvanische Trennung bekommen, weil das wird bei vielen Hobbyprojekten sträflich vernachlässigt. Und spätestens, wenn man Motoren oder sonstige Geschichten an seine Projekte anschließt,
kann es im ungünstigen Fall passieren, dass man sich eine USB-Schnittstelle zerschießt an seinem PC. Und das ist nicht so toll. Passiert zum Glück höchst selten, aber man kann es nicht ausschließen. Und ein paar Ersatzteile zum Experimentieren sollten auch noch dabei sein, denke ich, bei diesem Set. So, Software gehört natürlich auch dazu. Und bis auf das Terminal-Programm, was auf dem PC läuft, wäre es schön, wenn alles andere auf dem Chip funktioniert. Natürlich die Grundausstattung Megris Quintus von Matthias Koch für RISC-V und auch Force-Beispieldateien sollen vorhanden sein. Und da kommt das externe 8 MB Spyflash ins Spiel, weil die Quelltexte können doch einigen Platz beanspruchen und passen mit Sicherheit nicht mehr in das 128 Kilobyte Flash des Controllers. Ebenso soll ein Hilfesystem installiert sein auf dem SPI Flash, so ähnlich wie man das von Linux die Man Pages kennt, natürlich nicht so ausgefuchst und ausgefeilt, aber so, dass man Hilfe zu jedem Befehl des Systems abrufen kann, direkt auf dem System selbst. Schön wäre auch ein History-Puffer. Der Chip hat 32 Kilobyte RAM. Die können natürlich auch schnell zu Ende sein, aber für so einen kleinen History-Puffer mit vielleicht 20 Einträgen könnte gut noch Platz sein. Wenn man schon dabei ist, könnte man sich auch überlegen, ob eine Autovervollständigung Sinn macht. Der Uli hat vorhin das VIS-System von Manfred erwähnt. Das möchte nicht nur er in seinem System haben, sondern das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das halt gut passen würde. So, und was auch immer ein Problem ist, dass Force ohne Hardware-Treiber kommt, sodass man alles erstmal selbst erfinden muss, um einigermaßen interessante Geschichten zu erledigen mit seinem Force. Ja, die Dokumentation, das wird hart, denke ich. Ich stelle mir einen Schnelleinstieg vor, also erste Schritte. Das heißt, ich packe aus dem Karton die Platine aus und muss sie irgendwie fertigstellen. Also leichte Lötarbeiten werden dann nötig sein. Dann muss die Platine in Betrieb genommen werden. Das geht alles noch ohne PC. Man kann also das eingebaute Blink-Programm startet automatisch, sodass man feststellen kann, ob die Platine irgendwelche Fehler in dem Bereich hat oder ob sie da schon mal funktioniert. Dann muss man natürlich irgendwann auf dem PC eine Entwicklungsumgebung installieren, die ja meist nur aus einem seriellen Terminal und einem Editor besteht. Und dann als Erfolgsabschluss des Schnelleinstiegs halt ein kleines eigenes Blink-Programm starten und verändern können. Megris Quintus, da gibt es vom Terry Porter die sogenannte inoffizielle Dokumentation, die aber inzwischen wohl die offizielle Dokumentation ist. Und da ja, sollte man vielleicht auch ein paar Dokumente verfassen, in PDF-Form vielleicht, weil man das sehr gut lesen kann, mit einem Tutorial zu Megris Quintus, einem Benutzerhandbuch und einem Referenzhandbuch. Ob das jetzt drei eigene Teile sein müssen, das kann man sich noch überlegen. Die Hardware soll auch nicht zu kurz kommen. Die Belegung der Anschlüsse
der Platinen, der Schaltplan, die Beschreibung der Bauteile und die Funktionsweise der Bauteile sollen beschrieben werden. Und die Datenblätter der Hersteller sollten auch in dem Set enthalten sein. Heute Abend ist eine Diskussion und ein Brainstorming zum Projekt angesetzt. Und ich möchte euch schon mal bitten, euch Gedanken zu machen, ob und welche Ideen ihr habt oder Anregungen ihr habt und ob ihr euch vorstellen könnt, mitzuhelfen. Und die Mithilfe kann ja auf ganz unterschiedliche Weise stattfinden. Es muss getestet werden, es muss Feedback gegeben werden und so weiter und so fort. Ja, dann bin ich damit erstmal durch und frage mal, habt ihr jetzt schon Fragen? Keine Fragen Ich soweit? habe die Hand gehoben. Also, sorry, ich habe eine Frage, Gerald hier. Ja, Gerald, du hast die Hand gehoben, ich sehe Ja, es. sorry, ja. Entschuldigung. Also, finde ich total spannend und verstehe mich nicht falsch, ich werde das auch sofort, ich werde auch mitmachen dabei und ich will auch so eine Platine haben. Aber was ich jetzt schon fragen muss, warum nicht die Bildkanone erweitern? Da hast du eine Platine, da hast du Dokumentation, da fängst du nicht bei Null an. Ja. Da können wir nochmal in medias res gehen. Die Bitkanone hat natürlich einen, wie sage ich das, einen Formfaktor. Natürlich könnte man den, also ich möchte unbedingt einen RISC-V-Prozessor darauf haben, weil das gerade hip ist. Ich meine, das Projekt ist nicht morgen fertig, das wird sich ziehen. Dessen bin ich mir bewusst. Aber. Ja, also der RISC-V ist schon ein Muss, denke ich. Dann würde ich aber auch wirklich vorschlagen, dass wir die beiden Projekte versuchen, kompatibel zu halten. Ja? Dass du quasi dann auf die V2-Bitkanone einfach dann diesen Chip, den ihr jetzt habt, draufstecken kannst. Vielleicht auch mit Adapter oder mit anderen Versionen. Aber ich würde es schön finden, wenn wir die beiden Projekte parallel weiterführen und das so machen. Ja. Also das ist eine gute Idee, da müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen. Aber ja, da bin ich also auch offen für. Gibt Im es sonst? Chat Achso. gibt es die Frage, ob es bisher nur diese Präsentation gibt oder ob es schon eine Webseite zu dem Projekt gibt. Wir haben bei einem Treffen der lokalen Force-Gruppe haben wir diese Themen erörtert. Und nein, das Projekt hat bis auf die Planung, die hier gerade veröffentlicht wurde, noch keine Fortschritte genommen. Also das wird auch noch dauern. Also ich gehe davon aus, dass das auch erst nächstes Jahr etwas wird. Also nicht anfangen damit, angefangen sollte sofort werden, aber das wird echt dauern. Weil ich möchte auch nicht, dass ein halbgares Produkt an den Markt kommt und einen schlechten Eindruck macht. Also man muss nicht sofort ein perfektes Produkt abliefern, aber es muss so gebrauchsfähig sein, ja, dass eben genau das, was ich hier gestellt habe, dass das genau nicht passiert. Ne? Weil das wäre fatal. Dann wäre das Projekt Feuerstein nur eins von vielen anderen Projekten, die genauso funktionieren halt. Ne? Ja, gibt es sonst noch Fragen? Ja, alles Weitere würde ich vorschlagen, machen wir dann heute Abend im Brainstorming-Session. Genau. Eine sehr gute Idee.